Einen wunderschönen guten Morgen heute am Donnerstag, den 20. August 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LSX möchten wir Sie auf den Handelstag einstimmen und natürlich die Ereignisse, die sich gestern hier quasi am Markt gezeigt haben, noch einmal kommentieren. Und das war beim DAX eine Rallye, die wir auf die Verluste vom Vortag wiederum gesehen hatten. Der DAX ist bis zum Xetra-Ende nicht ganz an die 13.000 gekommen, doch dann gab es hier noch in der Nachbörse einen kleinen Schub, knapp unter 13.000 drehte dann der Markt und kam etwas zurück. Das FOMC-Meeting stand hier im Fokus nachbörslich, doch das kann uns der Patrick besser erklären. Guten Morgen erst einmal nach Düsseldorf an dich. Guten Morgen Andreas, hallo. Ja, ich hatte es schon angedeutet, der DAX gestern mit einer Aufholjagd in Richtung 13.000, diese aber nicht ganz erreicht. Was fehlte denn da noch als Sahnehäubchen? Ja genau, es ist aktuell eine turbulente Situation. Wir haben das ja gestern angesprochen, wir haben da neue All-Time-Highs in Amerika, gerade durch die Tech-Werte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weshalb wir auch beim DAX noch nicht wieder an die alten Hochs anknüpfen können, dass wir hier in Deutschland eben zu wenig Tech-Werte auch im DAX vor allem vertreten haben. Und somit hängen wir da immer den Amerikanern noch so ein bisschen hinterher in den meisten Indizes. Und auch wenn man den S&P anschaut, die großen Tech-Giganten, die dort vertreten sind, genau, das fehlt in Deutschland eben. Da haben wir nicht so viele große Technologieunternehmen. Und vielleicht war das gestern das Quäntchen, was gefehlt hat, um den Ausschlag dann über die 13.000 zu geben. Und heute Morgen sind wir jetzt schon wieder ein bisschen leichter. Ja, das Ganze vollzieht sich im mittelfristigen Chart auch so ein bisschen schleichend nach oben, immer wieder an der Trendlinie. Früher der DAX quasi das Niveau, was andere Marktteilnehmer beobachten. Und wenn wir jetzt die Vorbörse, die ersten Indikationen, die ersten Kurse sehen, sind wir ja unter 12.900. Also da könnte dieser Aufwärtstrend so ein bisschen brechen. Droht hier größere Gefahr? Aktuell droht da noch keine größere Gefahr. Jetzt kam nur eben Meldung, dass die US-Notenbank dort warnende Worte eben verlautbart hat und eben auch wieder Neuigkeiten bezüglich des Irans und des Handelsstreits mit China drohten. Und entsprechend sind wir da jetzt heute ein bisschen schwächer. Allerdings ist das ja auch nicht ungewöhnlich, dass wenn man mal auch negative Nachrichten hat, auch nochmal 100, 200, vielleicht auch mal 300 Punkte abgibt. Da besteht aktuell, denke ich, noch kein Grund zur Sorge. Viel wichtiger sind dann trotzdem noch die Neuigkeiten bezüglich Corona. Gibt es hier einen neuen Impfstoff? Wird es einen zweiten Lockdown geben? Infektionszahlen sind auch wieder rasant gestiegen. Also da, glaube ich, sind die fundamentalen Nachrichten, die dann kommen, nochmal etwas bedeutender. Und die sollte man noch mehr eher im Auge behalten, als jetzt vielleicht den Handelsstreit, der natürlich trotzdem relevant ist, aber ich glaube, dass da von der Front der Corona-Pandemie hier die nächsten Impulse eher kommen werden. Ja, und das sieht man auch ganz deutlich am Goldpreis, der hier stark schwankte. Wir sahen am Anfang der Woche einen Rücklauf unter die 2000 US-Dollar hier im Chartbild. Gestern konnte sich das Ganze wieder ein Stück weit stabilisieren. Also auch hier wird auf die Worte der Notenbank geachtet. Du sprachst es schon an. Währenddessen es bei der Rallye in den Tech-Segmenten entsprechend weitergeht. Und da hast du uns zwei Werte mitgebracht, die wahrscheinlich jeder kennen dürfte. Genau, das sind zum einen Apple und Nvidia, sollte eigentlich jedem Anleger etwas sagen. Nicht nur jedem Anleger, ich glaube gerade Apple ist auch so in aller Munde. Und genau, dort haben wir jetzt gestern gesehen, dass das erste Mal ein Unternehmen weltweit die magische Marke von 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung übersteigt. Und auch Apple war es ja seinerzeit, das ist glaube ich auf den Tag fast genau, 2 Jahre her, dort war Apple das erste Unternehmen, was die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten hat in 2018 und jetzt gestern eben das erste Unternehmen, eine 2 mit 12 Nullen dahinter, also unvorstellbar, was für ein großer Wert dort dahinter steht. Und auch Warren Buffett ist dort groß investiert, hält, glaube ich, über 100 Milliarden US-Dollar an Gegenwert in Apple. Und dort gab es dann jetzt auch zur Corona-Pandemie
Eben viele positive Nachrichten. Die Service-Sparte lief sehr, sehr gut. Gerade auch wenn man mal schaut, Homeoffice ist immer stärker am Kommen, wurde jetzt auch noch mal in den vergangenen Wochen verstärkt thematisiert, weil eben viele gezwungen waren, von zu Hause zu arbeiten, aufgrund der verschiedenen Lockdown-Maßnahmen. Und zuletzt gab es jetzt auch noch mal so ein bisschen Auftrieb, weil dort überlegt wird, einen Aktiensplit durchzuführen. Und das beflügelt eine Aktie auch immer zum Teil, weil dann die Aktie eben nicht mehr so schwer ist und einfacher handelbar ist. Extremes Beispiel, da sind wir zwar noch ein bisschen von entfernt, Apple aktuell um die 400 US-Dollar, bisschen drüber. Aber Berkshire Hathaway beispielsweise, die Aktie ist 250.000 Euro schwer, und da ist es natürlich schwierig, dann Aktien überhaupt zu handeln. Und deswegen wird so ein Split eigentlich überwiegend positiv vom Markt wahrgenommen. Das gab auch nochmal Auftrieb. Und ja, somit stehen wir jetzt über diesen 2 Billionen US-Dollar. Wahnsinn, das sind wirklich Zahlen, die wir so an der Börse vorher noch nicht gesehen hatten. Also quasi ein neuer Rekord, der hier vollzogen wurde. Du sprachst Warren Buffett an. Warren Buffett ist auch so ein bisschen in Goldminen jetzt investiert. Also das bringt natürlich auch noch einen anderen Gedanken mit sich, den ich an Gold noch anknüpfen wollte. Und zwar die COT-Daten. Da hatten wir bereits ein erstes Webinar vergangenen Monat und möchten hier nachsetzen. Sie erinnern sich vielleicht der Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rot. Rohstoffen. Die Einführung gab es vor nun genau 3 Wochen von Martin Görsch. Das Ganze gibt es auch als Podcast noch einmal zu hören. Also wer hier quasi den Podcast noch einmal Revue passieren lassen möchte inhaltlich, der ist bei dieser Spotify und Apple Podcast sehr, sehr gut aufgehoben. Und die zweite Veranstaltung dieser Webinarreihe findet dann kommenden Dienstag um 18 Uhr statt. Den Link werde ich noch entsprechend für Sie in den Kanälen teilen. Doch zurück auf den Technologiebereich. Das zweite Unternehmen, was du uns mitgebracht hast, glänzt ebenso mit grandiosen Zahlen, und das ist Nvidia. Genau, Nvidia auch ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Ich glaube, eine Market Cap von 250 Milliarden Euro. Und auch die haben sich im Vergleich zum Tief der Corona-Pandemie im März bis jetzt verdoppelt und kamen dann gestern mit den Quartalszahlen und haben dort auch positiv wieder überrascht. Also Umsatzwachstum im zweiten Quartal. 50% gesteigert eben den Umsatz. Und auch der Gewinn je Aktie lag mit 2,18 € 2 US-Dollar 18 über den Erwartungen der Analysten. Und insgesamt wurde auch noch die Prognose angehoben. Also auch dort gab es gute Neuigkeiten zu vermelden. Und da scheint man auch auf Kurs zu sein bei der Nvidia. Ja, und Nvidia produziert ja Grafikkarten nicht nur für den privaten Gebrauch, also gerade im Homeschooling oder Homeoffice wurden ja mehr Grafikkarten genutzt seitens der Eltern, seitens der Kinder natürlich auch zur Unterhaltung, sondern auch die großen Player wie Google und Amazon spielen hier eine Rolle, denn Nvidia betreibt für die Rechenzentrum natürlich auch Forschung und stellt entsprechende Prozessoren zur Verfügung. Also da ist richtig noch Musik drin. Vielen Dank erst einmal an dich, Patrick, für die Hintergrundinfos und einen angenehmen Handelstag. Danke, wünsche ich dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir, und da möchte ich Sie direkt ansprechen als Zuschauer, sehen uns auch morgen früh wieder hier zum Marktgespräch zusammen mit der LSX. Mein Name ist und bleibt Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Bleiben Sie gesund. Bis morgen.